Hallo Hansa-Fans, in der vergangenen Saison haben wir uns nach furiosem Zwischenspurt gerade so am Ende über die Ziellinie gerettet. Aktuell 2 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen und eine ausgeglichene Bilanz mit Tabellenplatz 10. Zeit für eine Aufarbeitung vergangener Ereignisse, eine Diskussion der aktuellen Situation und vielleicht einen kleinen Ausblick in die sportliche Zukunft. Und dafür haben wir uns den perfekten Gesprächspartner heute eingeladen. Herzlich willkommen, Uwe Klein. Guten Abend. Mai 2015, Endspielatmosphäre in Dresden. Hier die Bilder wenige Minuten vor und wenige Minuten nach dem Spiel. Was ist Ihnen an diesem Tag alles so kurz zusammengefasst durch den Kopf gegangen? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass bei jedem, der da im Stadion gewesen ist und uns die Daumen gedrückt hat, einfach ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Und ich glaube, so ging es auch mir, weil die ersten Minuten danach war halt einfach erstmal totale Erleichterung dabei. Ich meine, wir hatten zwar das Spiel verloren, aber im Endeffekt muss man ja Rot-Weiß Erfurt heute nochmal Danke sagen, dass sie ihr Spiel dann gewonnen haben und uns über die Ziellinie gedrückt haben. Aber nichtsdestotrotz hatten wir vorher natürlich halt auch ein entsprechendes Punktepolster uns herausgearbeitet, sodass es am Ende dann auch verdient war. Aber ich glaube schon, dass es eine Riesenlast war, die erstmal davon in den Schultern gefallen ist. Und während bei uns Fans natürlich so ein kollektives Aufatmen zu merken war, da ging ja dann eigentlich für unseren sportlichen Leiter die Arbeit erst richtig los. Es musste ja sofort wieder eine schlagkräftige Truppe zusammengebaut werden. Hat man nach solchen emotionalen Momenten eigentlich überhaupt sofort den Kopf frei dafür? Und zweite Frage dazu, wurde die ganze Arbeit von Ihnen eigentlich nicht unheimlich erschwert durch diese späte Klarheit der Liga? Sowohl als auch, aber letztendlich mussten wir natürlich halt auch sofort wieder ins Geschehen eingreifen und am nächsten Tag uns mit den Spielern zusammensetzen und auch die Lösungen präsentieren, wie wir für die kommenden Aufgaben mit den Spielern zusammenarbeiten wollen oder halt auch nicht. Und aus dem Grunde sind wir auf der Rückfahrt natürlich nochmal alles durchgegangen und haben nochmal alles Revue passieren lassen und alles für und wieder nochmal abgeglichen und dann am Ende dann entschieden, welche Spieler uns dann halt noch verlassen werden am nächsten Tag und welche wir behalten. Dass das sicherlich nicht optimal gewesen ist und auch als für den Spieler vielleicht nicht optimal gewesen ist, relativ spät vielleicht dann auch die Entscheidung mitgeteilt zu bekommen, dass es nicht weitergeht, muss man schon sagen, dass es für uns natürlich auch nicht einfach war in der ganzen Zeit unter diesen Bedingungen, dass man nicht genau gewusst hat, in welche Richtung geht das, Entscheidungen dann halt auch schon frühzeitig bekannt zu geben. Aus dem Grunde war es halt einfach auch eine sehr belastende Zeit. Viele Spieler haben ja dann relativ kurz danach die Kogge verlassen. Viele neue Gesichter haben dann hier angeheuert. Was war so das interne Anforderungsprofil an die Neuankömmlinge hier? Auf was haben Sie ganz besonders Wert gelegt bei der Auswahl? Naja, wir haben als erstes mal einen großen Wert darauf gelegt, dass sie sehr, sehr schnell integrierbar sind. Ja, das fing natürlich dann halt auch schon damit an, dass wir wussten, es sind viele Spieler, die uns verlassen werden. Dass wir versuchen wollen, Spieler zu Hansa Rostock zu holen, die von der Mentalität her passen. Das war halt auch der Grund, warum wir alle Vertragsgespräche in Rostock geführt haben, weil ich weiß, dass der Logistikstandort hier in Rostock ist nicht ganz so einfach und mal eben vorbeizukommen, das überlegt sich dann auch schon mal einer. Aber sie haben alle den Weg hierher gefunden und haben sich mit dem Trainer und mit mir zusammengesetzt, um über eine Zukunft zu sprechen. Und ich glaube, dass die Auswahl, die wir getroffen haben, so wie es im Moment aussieht, ganz gut aussieht. Und das lässt positiv in die Zukunft blicken. Das Budget fürs Profiteam wurde ja im Vergleich zu den vergangenen Jahren dann nochmal gekürzt. Und ich kann mir vorstellen, dass da durchaus die ein oder andere intensive Verhandlungsrunde gefolgt ist, beziehungsweise dass auch der ein oder andere Wunschspieler durch dieses Limit gar nicht mehr hier an Bord der Kogge geholt werden konnte, oder? Es waren sicherlich auch Spieler dabei, die relativ schnell dann nicht realisierbar waren und wir dann halt auch davon schnell Abstand nehmen mussten. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Jungs, die wir dann dazu bekommen haben, glaube ich, sehr, sehr gut zu uns passen und auch in unserem finanziellen Rahmen reinpassen. Und es war ja auch, glaube ich, die Woche zu lesen,
dass das ein oder andere Foto, was ich mal schießen konnte am Strand in Warnemünde, vielleicht auch dazu beigetragen hat, einen Spieler nach Rostock zu holen. Und das freut mich natürlich. Gut, wenn dann immer Strandfotos das ausschlagende Argument sind, dann können wir Ihnen sicherlich dabei auch noch behilflich sein. Trotz dieses geringen Budgets haben wir, denke ich, eine Truppe zusammengekriegt, die recht ordentlichen Fußball zeigt. Eine deutlich gefestigtere Defensive und wie bereits eingangs gesagt auch Tabellenplatz 10. Ist das jetzt so der Wunsch-Tabellenplatz, den wir am Ende der Saison anstreben, plus minus ein bis zwei Plätze? Oder schielt unser sportlicher Leiter so abends heimlich am Schreibtisch doch so einen kleinen Tick höher? Ich glaube, dass jeder immer auf die Tabelle schaut und guckt, wo stehen wir aktuell, wie viele Punkte sind es nach oben und wie viele Punkte sind es nach unten. Wir hatten auch eingangs der Saison schon gesagt, dass es sich einfach verbietet, jetzt über mehr zu reden, als über eine vernünftige Saison zu spielen, die uns erstmal aller Sorgen ledig macht und wir nicht wieder in solche Schwierigkeiten geraten, wie wir es letztes Jahr hatten. Und darüber hinaus muss man halt dann halt einfach sehen. Wir haben jetzt 7 Spieltage absolviert. Wir haben gesagt, nach 10 Spielen ziehen wir mal ein kleines Resümee und sehen mal, wo wir stehen und können uns dann halt auch wieder kleine Mini-Ziele setzen, wie die nächsten Spiele dann aussehen sollen. Aber jetzt schon dazu oder dann abschließend schon ein Urteil abzugeben über eine Saison, die 38 Spiele dauert, das ist sehr, sehr schwierig. Man sieht ja jetzt auch gerade, dass wir unheimlich viele Spieler haben, die sich leider wieder verletzt haben, dass man einfach, ja, immer auch mit solchen Dingen rechnen muss. Und wenn einem dann vielleicht Leistungsträger wegfallen, dann geht es auch vielleicht mal in die andere Richtung, dass man auch mal Spiele verliert. Auf der anderen Seite, wenn alle fit sind und alle gesund sind, glaube ich, sind wir auch in der Liga recht konkurrenzfähig, was das Ganze anbetrifft. Und da können wir auch jeden schlagen. Und Sie sprechen es gerade an, die verletzten Spieler, da hat man als Sportdirektor gerade so eine ausgewogene Truppe vielleicht zusammen und dann gehen die Hiobsbotschaften eigentlich schon los mit Alex Stevanovic, doch länger verletzt, ne? Markus Kröger, Mittelfußbruch, Tommy Gruppe, Kreuzbandriss oder auch ein Cello, der dann doch längerfristig ausfällt und kurz vor Toreschluss, da kauft uns dann Paderborn noch unseren Topscorer der letzten Saison weg, da muss man doch verrückt werden als sportlicher Leiter hier. Ja. Angenehmeres Arbeiten ist anders, das ist mir schon klar, aber das haben wir uns auch nicht so ausgesucht und wir mussten natürlich dann in den Situationen sofort versuchen, das Beste wieder rauszumachen, weil wir können es auch nicht ändern. Die Spieler verletzen sich auch nicht absichtlich, gerade mit Markus Kröger am Anfang war es halt so, der hatte aufgrund der Sperre von Maxi Alschwede natürlich erstmal den Vorrang erhalten und hat das auch sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ich hätte halt mir auch gewünscht, dass der Spieler weiter gesund bleibt, sodass man halt auch da einen vernünftigen Konkurrenzkampf hat. Und er hat sich dann in Chemnitz leider den Mittelfuß gebrochen. Und ja, jetzt müssen wir halt hoffen, dass Maxi da gesund bleibt und natürlich Markus Kröger die Daumen drücken, dass er relativ schnell irgendwann wieder zur Mannschaft stößt, aber letztendlich macht es das Ganze natürlich nicht einfacher, das muss man auch ganz klar sagen, zumal wenn man dann noch sieht, dass der Transfer mit Christian Bickel sehr, sehr spät über den Tisch gelaufen ist, ja, sind wir trotzdem alles in allem, glaube ich, ganz gut aufgestellt, dass wir dann zum Schluss noch mit Stefan Andres, Mike Lukowitz und auch noch mit Sofian Benjamina 3 Spieler dazu gewinnen konnten, sodass wir in der Offensive, denke ich, auch sehr, sehr gute Variationsmöglichkeiten haben. Beim Christian Bickel habe ich dann auch vielfach gehört und auch selber gedacht, ja mein Gott, wenn er so eine Ausstiegsklausel hat, okay, aber muss der denn so spät wechseln, kann er doch in der Saisonpause sich vielleicht schon entscheiden. Hätte uns das Arbeiten ein bisschen einfacher gemacht, ne? Ja, ich glaube, dass das nicht nur an Christian Bickel gelegen hat, sondern das sind halt einfach dann ja, Verträge, die so gestaltet sind, wie sie gestaltet wurden und man muss das dann halt akzeptieren. Sicherlich war der Vertrag leider so gestrickt, dass der Spieler selbst am 31. noch hätte wechseln können. Und das hätte man vielleicht etwas geschickter machen können im Vorfeld. Dann hätte man eher Klarheit gehabt, was für beide Parteien eigentlich auch besser ist. Und, aber nichtsdestotrotz, es nutzt jetzt nichts mehr darüber noch ja, groß nachzudenken. Wir sollten jetzt auch in die Zukunft schauen und gucken, dass wir solche Dinge, wenn es Ausstiegsklauseln vielleicht für Spieler mal geben sollte, dass man die anders fixiert und dann frühzeitiger Bescheid weiß.
Ja, oder 1,5 Millionen reinschreiben. Und oder so, will, ne? Ist auch gut. Passt auch. An diesem Tag, wo dann so ein Abgang bekannt gegeben wird und die Verletzung von Shallow dann auch wirklich offiziell ist, da haben wir nur richtig Bedarf gehabt, im offensiven Bereich nachzulegen. Was passiert denn da? Rufen dann auf einmal 50 Berater an und wollen ihnen das Jahrhunderttalent präsentieren oder telefonieren sie selber eine Liste ab? Wie ist da so der Werdegang? Sowohl als auch. Also gerade wenn sich Spieler verletzen, das heute auch wieder noch, obwohl schon das Transferfenster zu ist und noch arbeitslose Spieler auf dem Markt sind, rufen immer wieder noch Berater an, die dann sagen, ihr habt ja jetzt den Tommy Gruppe verletzt, der Markus Kröger ist verletzt, der Cello ist verletzt, macht ihr noch was, ne? Habt ihr noch Bedarf? Und so ist es im Endeffekt auch, bevor das Transferfenster geschlossen ist, natürlich extremer. Und wir müssen natürlich halt selber auch schauen, dass wir unsere Wunschspieler, die wir ganz gerne haben wollen, natürlich favorisieren. Parallel dazu kann es durchaus aber auch mal sein, dass ein Berater anruft, wo sich dann eine Möglichkeit ergibt, wo man vorher nicht mitgerechnet hat. Und das passiert auch schon mal, aber das ist relativ selten. Und ab 1. August haben wir mit dem Goran Vucic, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, ja auch einen neuen Chef-Scout mit an Bord, der Kocke. Inwieweit ist der in solche Dinge mit eingebunden? Gehört das auch zu seinem Aufgabengebiet, das vorzusortieren? Das gehört auch mit zu seinem Aufgabengebiet. Er bekommt von mir im Prinzip alle Angebote, die ich zugeschickt bekomme von Berater per Mail oder halt auch per SMS. Die leite ich im Prinzip auch an ihn weiter, dass er auch immer auf dem aktuellen Stand ist. Und wir besprechen natürlich halt auch viele Dinge. Natürlich bekommt er von mir halt auch eine Info, wo ich ihm halt sage, wir brauchen da oder da halt einen entsprechenden Spieler, der bestimmte Fähigkeiten haben sollte. Und das ist jetzt auch mit seiner Aufgabe da, entsprechend im Laufe des nächsten halben Jahres vorzuarbeiten, dass wir auch frühzeitiger eine Planung vorantreiben können. Goran Vucic, ja so ein Düsseldorfer Urgestein mit sehr vielen Erfolgen auch im Lebenslauf. Und da braucht man, glaube ich, kein Hellseher sein. Also Sie kennen und schätzen sich sicherlich über einen sehr langen Zeitraum von früher. Ja, das muss man sagen. Er war ein Jahr Spieler noch bei Fortuna Düsseldorf zu meiner Zeit, als ich angefangen habe. Danach ist er in der zweiten Mannschaft gelandet, hat dann dort anschließend als Co-Trainer gearbeitet, anschließend als Cheftrainer und ist dann mit der Mannschaft, glaube ich, 3 oder 4 Mal aufgestiegen. Und parallel dazu ist er dann anschließend ins Scouting gegangen. Also er hat im Prinzip alle Facetten durch, das, was man so machen kann, und hat auch sehr, sehr viel Erfahrung. Und ich schätze auch seine Arbeit und vor allen Dingen hat auch seine offene und ehrliche Art und auch sein Auge. Und das hat sich in den ganzen Jahren bei uns in Düsseldorf damals immer herausgestellt, dass wenn er was sagt, dann ist da schon was dran. Und das lohnt sich dann auch mal hinzugucken. Mit, Sie haben es ja schon gesagt, mit Mike Lukowitz, Stefan Andres und Sofian Benjamina, auch unter anderem dann wahrscheinlich mit seiner Hilfe, 3 aktuelle Neuzugänge. Warum die 3? Was hat die für uns so interessant gemacht? Warum spielen die jetzt hier bei uns? Naja, bei Stefan Andres war es halt so, der hatte eine sehr, sehr schwierige Saison letztes Jahr und da ist auch nicht alles so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Hatte da am Anfang, denke ich mal, auch vom Kopf her andere Gedanken, wie sein weiterer Weg aussehen könnte. Er war dann in Deutschland angekommen zum Training beim FSV Frankfurt. Da hat es dann nachher, weiß ich nicht genau, wo dran es da gelegen hat, ob es an finanziellen Dingen gelegen hat. Ich weiß, dass es in der Schweiz gibt es da das ein oder andere System wie in Deutschland, auch was die finanziellen Dinge anbetrifft, wenn ein Spieler arbeitslos ist. Das ist nicht ganz so, wie es in Deutschland ist. Und da hat es ein bisschen länger gedauert, ja. Und der Junge war halt einfach dann auf dem Markt und irgendwann habe ich dann den Kontakt zu einem Berater gehabt, der den Stefan dann entsprechend, sage ich mal, bearbeitet hat, dass er wirklich einfach auch mal herkommt, weil er natürlich aus der Schweiz von Rostock noch nicht so viel mitbekommen hat. Und ich denke, dass er gedacht hat, naja, dritte Liga, weiß ich nicht. Ich komme aus der ersten Liga in der Schweiz, da fahre ich mal eben hin, spiele mal mit Gummistiefel. Aber so einfach ist das nicht. Also er hat dann auch gemerkt, dass wir in der dritten Liga in Deutschland auch Fußball spielen und hat das dann sehr, sehr positiv gesehen alles hier. Auch war ja nur 2 Tage oder 3 Tage da. Wir haben dann ein Gespräch geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir würden dich gerne nehmen. Überleg dir das und kannst du mit deiner Frau, Freundin mal besprechen, alles zu Hause und dann reden wir nochmal. Und dann ist er erstmal nach Hause gefahren. Ja, und dann, wie es dann so kam, ne, dann kam der Verkauf von Bickel auch noch
dazu. Und es war dann ausgerechnet auch noch die Position. Und dann habe ich ihn natürlich nochmal angerufen. Ich sage, Junge, jetzt sind deine Chancen noch mehr gestiegen, dass du ans Spielen kommen kannst. Ne? Mhm. Und ja, das hat dann nachher auch dazu geführt, dass er sich dann halt für uns entschieden hat. Ne? So, und die anderen beiden mit Mike Lukowitz, ja, ein Spieler, den wir auch gerade aus Bremen jetzt noch kennen, den haben wir also auch schon mehrmals gesehen. Ein junger, talentierter U-Nationalspieler aus Polen und der eine sehr gute Veranlagung hat. Und den hat der Co-Trainer schon von uns gesehen, der Cheftrainer hat ihn gesehen, ich habe ihn gesehen und wir haben gesagt, da machen wir gar nichts falsch, wenn wir den Jungen hier dazu nehmen. Und wir brauchen sowieso in der Offensive noch Variationsmöglichkeiten. Und ich denke, auch im ersten Spiel gegen Aalen hat er sich schon sehr, sehr gut eingeführt, auch direkt mit der Torvorbereitung von Michael Gadowski. Und mit Sofian Benjamina, da waren wir schon länger in Kontakt oder beziehungsweise mit dem Berater in Kontakt. Und das war halt etwas, das dauert natürlich. Wenn dann ein Spieler nicht so zum Zuge kommt, wie er sich das vielleicht vorstellt, nur 3 oder 4 Minuten mal spielt, dann ist es sicherlich so, dass die Transferperiode dann seinen Teil dazu beiträgt, wenn es dann hinten raus zu enger wird, dass dann der Verein überlegt, den Spieler abzugeben, um nochmal irgendwo anders zuzuschlagen und der Spieler halt dann auch. Und deswegen werden solche Transfers oftmals auf dem allerletzten Drücker dann durchgezogen. Wenn man keine Kohle hat, dann fährt man mit allen drei nochmal an den Strand. Genau so. Irgendwie so. Treffen Sie solche Transferentscheidungen eigentlich alleine oder wird alles mit Carsten Baumann abgesprochen? Nein, ich spreche natürlich alles mit dem Trainer ab, weil der Trainer ist auch derjenige, der tagtäglich mit den Jungs auch arbeiten muss. Ne? Auch mit den Co-Trainern sind wir da immer sehr im regen Austausch, was das Ganze anbetrifft. Und auch die Meinungen werden gefragt, weil mir ist es einfach wichtig, dass wir im Team arbeiten und auch die Co-Trainer da ihre Meinung sagen dürfen bei den Spielern. Letztendlich treffen wir dann nachher die Entscheidung, ob wir den Spieler nehmen oder nicht. Und, aber das machen wir schon alles immer gemeinsam. Mhm. Thema Carsten Baumann. Sie sitzen als Sportdirektor immer mit auf der Bank. Sie jubeln gemeinsam, sie diskutieren das Spiel, sie leiden auch gemeinsam. Von außen betrachtet schon ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis, das Sie da zum Trainer haben. Ja, das habe ich nicht nur zu Carsten Baumann, das habe ich auch zu den beiden anderen. Also natürlich ist es so, dass man mit dem Cheftrainer noch mehr und intensiver spricht, ja, als jetzt mit den Co-Trainern. Aber die anderen, die gehören genauso dazu wie auch die Betreuer. Ja, also das ist einfach, muss man sagen, ein gutes Team da unten und da freut es mich auch, wenn ich jedes Mal beim Spiel mit dabei sein darf. Wenn wir uns jetzt nochmal, ich glaube hier so, dass das untere Bild ist ja ein Spiel gegen Dortmund, gegen den BVB, zweite Mannschaft, und da hat Nikolaos Ioannidis mitgespielt, der ja eigentlich mal eine Leihgabe von Olympiakos Piräus an den FC Hansa Rostock war, und da habe ich mir gedacht, Mensch, haben wir nicht seit 2013 mit Piräus eine strategische Partnerschaft. Gibt es die noch oder ist die aktuell auf Eis gelegt? Also die ist, glaube ich, aktuell auf Eis gelegt. Also ich hatte da mit keinem von Piräus bis jetzt irgendwelche Kontakte oder beziehungsweise Gespräche gehabt. Und ich glaube auch, dass wir uns solchen Dingen zwar nicht verschließen sollen, aber ich glaube auch, dass wir hier bei uns in der dritten Liga sowie halt auch in den Regionalligen sehr, sehr viele Spieler haben, die für uns sehr interessant sein können und auch interessant sind, weil ich in der Vergangenheit schon auch ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, mit den ausländischen Spielern hat man manchmal das Problem, dass die Integration nicht so vonstatten geht, wie man sich das vielleicht wünscht. Und wir haben halt einfach auch nicht die Möglichkeiten, hier uns irgendwelche großen Fehler zu erlauben. Und deswegen sollten die Dinge halt einfach passen. Und das macht es natürlich dann halt einfacher, wenn der Spieler auch schon mal die Sprache spricht. Je schneller er sich dann halt integrieren kann, ist es natürlich auch besser. Wir hatten im letzten Jahr im Winter auch einen Spieler hier, der kam aus Schweden, war marokkanischer Herkunft, war aber unten in der Kabine, haben wir gemerkt, er saß sehr immer alleine in der Ecke und hatte sich nicht so, sage ich mal, mit der Truppe so identifizieren können und hat im Training dann auch vielleicht nicht so seine Leistung bringen können, wie man sich das vielleicht wünscht. Und dann passt es vielleicht halt in dem Moment nicht und deswegen haben wir uns anders entschieden. Also erstmal kein weiterer griechischer Wunderstürmer hier an Bord der Kogge. Ist im Moment jetzt nicht
angedacht, aber wir schließen das Ganze auch nicht aus. Also wir schauen auch schon auch auf diese Märkte, ohne Frage. Ja. Aber es ist halt einfach nicht ganz so einfach, dass man ausländische Spieler dann so schnell integrieren kann in ein Team. Und wir waren halt einfach hier bei Hansa ja auch gezwungen irgendwo, dass wir relativ schnell versuchen müssen, eine Mannschaft zusammenzubauen, die in der Lage ist, auch schnell zueinander zu finden. Und wenn wir dann noch andere Baustellen aufmachen, ja, das war uns jetzt im Sommer zumindest jetzt erstmal ein bisschen zu gefährlich. Mhm. Auf der Bank, wenn man das so beobachtet, sind Sie ja noch einer von den ruhigeren. Also da gibt es ganz andere, die noch euphorischer sind. Noch. Ja. Aber ab und zu, hat man gesehen, bricht so das alte Trainergehen dann doch raus. Also da muss man dann mit aufstehen und da muss man nochmal wieder mit einer Anweisung geben. Also Uwe Klein, doch so der Vulkan an der Seitenlinie? Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat. Bei welchem Spiel war das? Müssen wir nochmal Sebastian Ahrens fragen, der die Rostock-Fotos da macht. Der kann das denn. Aber ich fand das nur so passend, wie dort, also wirklich an zwei verschiedenen Stellen. Ja, manchmal ist es dann vielleicht halt so, dass vielleicht bei einer Spielunterbrechung ist es manchmal bei den Spielern so, dann fällt die Spannung weg. Ja? Und wenn man dann als jemand draußen, der draußen sitzt, dann erkennt, dass da eine gefährliche Situation entstehen könnte, dann ruft man auch mal was rein. Das hat aber einfach was damit zu tun, dass man den Spielern irgendwo helfen will. Aber es ist sicherlich nicht meine Aufgabe, da so oft da vorne zu stehen. Also das ist schon überraschend. Das sollten andere machen. Ja. Ne, es ist häufiger eher zu sehen, das ist mir schon öfter aufgefallen, dass entweder Sie den Carsten Baumann oder umgekehrt einer den anderen festhält. Weil doch irgendeiner will dann immer rauf und irgendwas brüllen. Also, aber meistens müssen Sie den Chefcoach so ein bisschen zügeln. Da. Ja, das ist vielleicht noch so ein bisschen bei mir drin, weil früher musste ich Norbert Meyer auch ab und zu mal einfangen. Ja. Stichwort Vulkan auch noch. Normalerweise sieht man Sie, wenn Sie nach dem Spiel vom Feld kommen, also man sieht Ihnen nicht an, ob wir gewonnen oder verloren haben. Es ist immer das gleiche freundliche Lächeln, immer der gleiche Händedruck. Einmal war das anders, und zwar nach dem Spiel gegen Bremen 2. Und da dachte ich, oh Mann, ist der geladen, war der wütend. Da kamen Sie unten in die Mixzone rein und da war wirklich mal richtig gemeckert. Also so wütend habe ich Sie bis dahin noch nicht erlebt. Da muss Sie ja einer irgendwie besonders doll geärgert haben. Ja, das Spiel ist natürlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn man da in Führung geht und die Chance hat, am ersten Spieltag vor so vielen Fans einen Dreier einzufahren, weil ich einfach auch gemerkt habe, welche Euphorie hier in Rostock gerade wieder ausgebrochen ist und wir dann so leichtfertig innerhalb von kürzester Zeit diesen Vorsprung herschenken und dann als Verlierer vom Platz gehen, das hat mich schon wirklich sehr, sehr geärgert, weil es auch einfach unnötig war. Ja, da haben wir auch drüber gesprochen, die Jungs, die wissen das auch, dass wenn man weiterkommen will, dass uns solche Dinge dann halt nicht passieren dürfen. Und aus dem Grunde habe ich mich da vielleicht auch mal ein bisschen mehr geärgert, als ich es vielleicht sonst zeige. Und auch geärgert, soweit ich es noch im Hinterkopf habe, über gewisse Härten, die auch im Spiel waren. Nun hat man ja, die dritte Liga ist ja, ich würde sagen, so eine Kämpferliga und weniger was für Ballartisten, oder wie würden Sie das umschreiben? Na, ich glaube, dass die dritte Liga und auch die zweite Liga sich da nicht so viel tun, was die Härte anbetrifft. Ich glaube, das ist schon etwas ähnlich zu sehen. Ich glaube, in der Bundesliga ist es etwas anders. Da wird mehr technischer Fußballer gespielt und in der zweiten Liga sowie dritten Liga geht es viel über die Physis und Athletik. Da muss man halt einfach auch dagegenhalten können. Und ich glaube, dass unsere Mannschaft da auch von den Charakteren her in der Form ganz gut zusammengestellt ist. Wenn man gerade im Mittelfeld mit Marco Kofler und Joe Alexi Keng zwei Spieler hat, gegen die man mal gegenlaufen kann, da tut man sich schon weh. Ja? Und ich glaube, dass das auch in der Liga angebracht ist, dass man da von der Physis und von der Robustheit etwas mehr an den Tag legen muss als vielleicht in den höheren Ligen. Und in dieser kampfbetonten Liga, da ist die Qualität der Schiedsrichter, ja, wie umschreibe ich das jetzt nicht, schwankend. Also neben sehr ordentlichen Darbietungen oder Leistungen sieht man dann auch Darbietungen, wo wir zumindest als Fans sagen, nee, wie sieht das unser Sportdirektor? Naja, wir sehen das sicherlich auch in der einen oder anderen Situation sehr, sehr kritisch. Ja. Jetzt am Wochenende muss ich sagen, Dr. Drees hat, fand ich, in Aue sehr, sehr gut gepfiffen. Da war kaum eine Fehlentscheidung dabei.
In den letzten Spielen waren sicherlich Sachen dabei, die auch schon von Schiedsrichterkollegen dann entsprechend bewertet worden sind. Ich glaube, Herr Rafati macht da immer auch schon mal so eine Spieltagsnachanalyse, welche Pfiffe der Schiedsrichter richtig und falsch waren. Und ich glaube, da haben wir noch einiges an Potenzial, um wieder gerade zu rücken. Also Schiedsrichteranalyse von Baba Grafati liest auch unser sportlicher Leiter. Natürlich. Interessant, ja, gut. In Italiens zweiter Liga ist jetzt übrigens neben der roten und gelben Karte noch die grüne. Auch gelesen, ja, grüne Karte. Wie finden Sie also eine grüne Karte für das besondere Fairplay eines Spielers soll gezeigt werden? Ja, muss man mal sehen, ob sich das durchsetzt. Wenn es das in Deutschland nachher auch geben sollte, naja, okay. Also ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei diesen Geschichten. Ich glaube, wir sollten den Fußball nicht viel mehr verändern, als er jetzt momentan ist. Und ich glaube, da tun wir gut dran. Ja, vor allen Dingen wurde ja auch gesagt, sollte für solche Situationen, wenn ein Spieler verletzt auf dem Platz liegt und der Spieler von der gegnerischen Mannschaft den Ball ins Ausschießt, aber dann stelle ich mir vor, das wird ein reines Gebolz und jeder dann, Schiri, ich habe ihn ausgeschossen, damit man die grüne Karte kriegt. Ja. Deswegen, ich glaube, was den Fairplay-Gedanken anbetrifft, funktioniert es schon einigermaßen gut. Wenn ein Spieler am Boden liegt, dann sieht man schon, dass auch der Gegner schon mal den Ball ins Ausspielt und dann ist man halt auch so fair, dass man dann nach dem Einwurf den Ball auch wieder zurückspielt. Ich denke, das klappt einigermaßen gut. Gut. Also wenn die dann hier eingeführt wird, dann kann man als Sportdirektor auch mal den Balljungen spielen und den Ball dann geben. Vielleicht kann man sich dafür auch für eine grüne Karte dann qualifizieren. Genau. Ja. Balljungs im Ostseestadion, genau, darauf wollte ich dann. Sind im Übrigen bei uns ja immer die C-Junioren und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, gibt zwei Lieblingsplätze. Einmal direkt vor der Süd, die Wand im Rücken, da fühlen die sich gut. Und der zweite Platz neben unserer Auswechselbank, sagen die Jungs. Muss schon einige interessante Gespräche da während des Spiels auf der Bank geben, dass die da unbedingt alle hinwollen. Kann sein, dass sie das ein oder andere da mal aufschnappen, was vielleicht ganz interessant für die Jungs ist. Und vor der Kurve muss ich natürlich auch sagen, das ist für die jungen Burschen natürlich ein einmaliges Erlebnis. Gerade wenn man vielleicht dann ein Tor macht, dann ja, schießt da so viel Adrenalin in die Adern, das ist schon unglaublich. Mhm. Thema Nachwuchs. Ich denke, wir sind uns einig, dass der FC Hansa Rostock auf diesem Gebiet, also dass wir Talente fördern und ausbilden sollten. In der Vergangenheit hat das ja auch ganz gut geklappt mit dem einen oder anderen Highlight, Meisterschaft, Vizemeisterschaft. Und sogar bei den Zertifizierungen kriegen wir immer einen Bonus für die hohe Durchlässigkeit von Jugend in den Männerbereich. Ist diese hohe Qualität aktuell nicht ein bisschen gefährdet, weil ja unsere Flaggschiffe, die A- und B-Junioren, nur noch Regionalliga spielen? Kriegen wir vielleicht eigene oder externe Talente gar nicht mehr motiviert, hier bei uns anzuheuern? Ja, das ist ein Thema, was wir gerade auch aktuell diskutieren. Natürlich ist so ein Abstieg von der A-Jugend in die Regionalliga nicht förderlich. Ja, und auch, dass die B-Jugend nicht aufgestiegen ist in die Bundesliga, ebenso. Und trotzdem müssen wir weiter hart daran arbeiten, dass wir da wieder hinkommen, da wo der FC Hansa Rostock auch mal war. Gerade was den Jugendbereich anbetraf. Und da hat Hansa Rostock einfach auch in den letzten Jahren immer einen sehr, sehr guten Namen gehabt. Egal, wo man aufgeschlagen ist, dann hieß es immer, oder wo ich hingekommen bin, dann hieß es immer, ja, es muss doch einiges da in der Jugend haben. Die haben doch immer sehr, sehr gute Jugendarbeit geleistet. Und da waren doch immer gute Jungs, wenn ich an Toni Groß denke und so weiter. Und naja, auf jeden Fall ist es halt einfach so, dass es im Moment nach Max Christiansen nicht mehr so viele Spieler im Moment gibt, wo man sagen könnte, die können den Sprung jetzt direkt schaffen. Aber es ist jetzt die Aufgabe natürlich von uns allen, da hart dran zu arbeiten, dass wir wieder talentierte Jungs hier nach Rostock lotsen und die dann halt auch wieder den Weg über unseren Nachwuchs gehen, um den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen. Und dann halt wieder auf sich aufmerksam machen. Und wir haben ja hier genügend Beispiele, die das schon geschafft haben. Mit unseren beiden Cheftrainern da, Paul Kuring U19 und Marco Vorbeck die U17, haben wir eigentlich ganz ordentliche Trainer da an Bord. Gibt es da irgendwelche Vorgaben an die, dass sie jetzt sagen, wir müssen aufsteigen in dieser Saison, oder lässt man denen so ein bisschen Spielraum? Naja, ich zähle den Roland Groß ganz eng noch mit dazu, weil wir natürlich auch, was die Nachwuchsarbeit anbetrifft oder die Förderung der Spieler anbetrifft, gerade mit den U17, U19 Spielern und auch aus der U21 immer wieder auch das eine oder andere Talent- und Fördertraining absolvieren, was unter Leitung von Roland Groß und auch Uwe Ehlers dann stattfindet.
Das ist uns halt sehr, sehr wichtig, damit halt gerade die Jüngeren, die aus der U17 kommen, sich halt auch an das höhere Niveau anpassen. Die Adaption funktioniert halt einfach besser, wenn die Jungs dann halt auf einem höheren Niveau dann halt auch mittrainieren. Und ich glaube, dass wir da gute Trainer haben, die die Jungs halt auch formen können. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn die A-Jugend oder halt auch die B-Jugend den Sprung wieder schafft in die Bundesliga. Die B-Jugend hat ja jetzt einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Bei der A-Jugend hat es mit dem Unentschieden gestartet. Aber da ist jetzt Anfang der Saison. Ich denke, da ist noch so viel Zeit und die werden das schon machen. Umwandlung U23 in U21 zu Saisonbeginn mit Neutrainer Roland Groß. Ist das auch so ein Fingerzeig für die Jungs zu sagen, wir wollen euch hier als junge Mannschaft halten, oder war das rein den finanziellen Engpässen auch geschuldet? Na, sowohl als auch, aber ich denke auch gerade, dass wir aus unserer U19 viele Spieler übernehmen sollten. Wir sollten nicht nur eine zweite Mannschaft uns hier leisten, die, sag mal, mit sehr vielen 24-, 25-jährigen Spielern bestückt ist, weil da wird nicht mehr so viel Potenzial nach oben sein bei diesen Spielern, und deswegen sollten wir gucken, dass wir gerade die Jungen fördern. Und sollte dann halt irgendeiner den Sprung schaffen, dann freuen wir uns, und wenn er es nicht schafft, ja okay, dann muss man halt einen anderen Weg gehen. Dann wird der Junge irgendwann vielleicht sagen, es wird irgendwie in der Oberliga oder auch vielleicht irgendwo in der Regionalliga dann halt reichen, aber für ganz oben dann halt nicht. Aber dann geht man auch getrennte Wege und gibt sich die Hand, dann ist das so. Aber wir freuen uns natürlich über jedes Talent, was es schafft, auch in den Lizenzbereich zu kommen. Eine Komplettabschaffung der zweiten Mannschaft, wie von vielen anderen Teams oder Profiteams so gerade gehandhabt, ist bei uns kurzfristig erstmal nicht angedacht. Naja, das stand zur Diskussion, aber ich habe mich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir sowas brauchen, dass wir einfach auch gerade für die A-Jugendlichen, für die U19-Spieler, wenn man noch nicht sagt, dass sie den Sprung schaffen, da nochmal eine Zwischenstation haben, und parallel dazu natürlich halt auch für Spieler aus dem Lizenzkader, wenn einer verletzt war, um dort wieder Spielpraxis zu sammeln. Viele Mannschaften, die ihre U23-Mannschaften abgeschafft haben, fangen jetzt wieder an und machen so eine eigene Liga. Ich glaube, Dresden mit zwei tschechischen Vereinen und ich weiß nicht, ob Chemnitz noch dabei ist. Aber das ist im Endeffekt ja nichts anderes. Ja? Die Kosten kommen ja nachher auch wieder zusammen. Die müssen ja dann wieder irgendwo hinfahren. Da muss ein Bus organisiert werden. Es ist ja nicht so, dass die dadurch halt riesige Kostenersparnisse haben. Und deswegen haben wir es gelassen. Eigene Liga, Dresden, Chemnitz, Halle, zwei tschechische Vereine auf dem U23-Niveau. Viel Spaß, wird bestimmt interessant, ja. Neu ist ja auch, dass wir ab 1.7. mit Michael Hopp einen Nachwuchsscout da mit bei haben. Und da habe ich schon mal ein bisschen so geblättert, dachte, wow, wie kriegen wir denn so einen Mann hierher? Der hat ja auch schon einiges vorzuweisen, immerhin ja auch in die Bundesliga aufgestiegen mit den A-Junioren. Mhm. Ne? Die Aufgabe von dem ist tatsächlich, bis runter zu den G-Junioren zu sichten, oder was genau ist sein Aufgabengebiet? Naja, er ist jetzt im ganz engen Austausch mit Roland Groß und Paul Kuring sowie Marco Vorbeck, mehr im Bereich C-Jugend zu schauen. Das ist noch so dieser Bereich, wo wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, nochmal Spieler abzugreifen, weil in der B-Jugend bzw. A-Jugend, U17, U19, wenn wir da anfangen zu scouten, da werden die ganz guten Spieler, die sind einfach dann schon weg. Ja. Das wird sehr, sehr schwierig sein. Das heißt, wir müssen ein bisschen früher dran sein als die anderen, und aus dem Grunde beschränkt er sich momentan viel auf den C-Junioren-Bereich und guckt da in Schleswig-Holstein, Hamburg, in dem Umkreis ist er hauptsächlich dafür verantwortlich, sich um Nachwuchs für uns zu kümmern. Mit den Eltern an den Strand einladen. Ne? Das fällt mir da wieder dann bei ein. Das auch, ja. Genau. So abschließend zum Thema Nachwuchs, was ich auch gesehen habe, dass Sie sehr häufig bei Nachwuchsspielen irgendwo am Spielfeldrand sind, im Hintergrund, und sich das angucken. Also erstmal Respekt, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Was genau ist so die Intention? Warum wollen Sie diese Spiele selber sehen? Naja, das habe ich eigentlich schon immer gemacht, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich mir die Spiele anschauen kann. Wenn nicht gerade woanders was ist, was vielleicht eine höhere Priorität hat, dann schaue ich mir auch die Spiele der A-Junioren an oder halt auch der zweiten Mannschaft oder U21, weil da spielen ja dann doch immer von uns auch einige mit. Und mir ist es halt auch wichtig, dass ich nicht nur von den Trainern immer gesagt bekomme, wie hat denn der gespielt, wenn ich dann frage, sondern mir auch ein eigenes Bild davon mache, ob sich da einer hängen lässt oder nicht hängen lässt. Und aus dem Grunde schaue ich mir die Spiele dann halt auch
auch mit großem Interesse an, weil es mir einfach auch wichtig ist, dass gerade der Übergang von der U21 halt auch in den Lizenzbereich, dass das nicht einfach nur so ist, naja, das ist eine andere Fraktion und Liga, sondern wir sind ein Verein und die gehören genauso dazu wie wir zu denen. Und aus dem Grunde ist mir wichtig, dass die Jungs da auch funktionieren. Gut, dann hoffen wir mal auf viele positive Nachrichten aus der Nachwuchsakademie kurz- und mittelfristig. So ein klein bisschen Fußballjunge sind Sie aber meiner Ansicht nach immer geblieben, weil egal, ob man Ihnen absichtlich oder unabsichtlich so einen Ball hinrollt, also der bleibt nie liegen. Ne? Also es ist immer so, er wird erst anvisiert, dann wird so ein bisschen mitgespielt und ja, das war beim RFC, wo ich direkt daneben saß, ist mir aber auch schon häufiger. Also es juckt noch so ein bisschen in den Füßen. Ne? Ja, ich meine, so ein Ball ist halt einfach was Schönes. Das ist was Rundes, das hat was Angenehmes und da muss ich schon sagen, wenn so ein Ding dann irgendwo rollt, dann will man den einfach nur haben. Ja, gut. Aktuelle Situation nochmal. In dieser Liga, hatten wir schon gesagt, kann eigentlich jeder jeden schlagen. Mainz 2 ganz oben, fast Zweitligist Kiel ganz unten. Extrem ausgeglichen, extrem spannend, extrem unberechenbar. So würde ich das jetzt irgendwie beschreiben. Man kann überhaupt nicht sagen, wer gewinnt an einem Spieltag, außer natürlich Hansa. Bei den anderen ist immer, kann mal der gewinnen. Ja, deswegen haben wir ja auch von Anfang an gesagt, dass wir mal einige Spieltage abwarten müssen, wo man dann steht, weil man kann in dieser Liga wirklich nicht sagen, wie ein Spiel ausgeht. Und da kann jeder jeden schlagen. Man muss von Spieltag zu Spieltag alles abrufen. Ja? Und da wird es halt einfach wichtig sein, dass man wenig Verletzte hat, wenig gesperrte Spieler hat, um halt immer wieder auch seinen besten Kader aufstellen zu können. Und das macht die Liga ja auch so interessant. Ich meine, es ist ja nicht umsonst oder wird ja nicht so umsonst als die mitbeste oder ja, beste dritte Liga der Welt beworben. Und ich glaube schon, dass auch die Liga so interessant ist, dass es wieder viele Mannschaften geben wird, die lange, lange mitspielen werden um ja, mögliche Plätze. Oben sowie vielleicht auch unten. Mit Mike Walpurgis vom VfL Osnabrück haben wir in Anführungszeichen schon einen Trainer einer anderen Mannschaft auf dem Gewissen. Nun kommt am Wochenende mit Stefan Krämer, mit Energie Cottbus, einer her, der hier auch sozusagen sein Endspiel in Rostock haben wird. Und die Fans rätseln immer so ein bisschen, ist das nun gut oder schlecht für uns, dass so ein angeschlagener Trainer, der ums Überleben kämpft mit seinem Team, hier bei uns im Ostseestadion aufkreuzt? Ja, schwierig zu beurteilen. Das kann natürlich auch einen jetzt erst recht Effekt bei den Vereinen und bei den Spielern entstehen, dass solche Dinge da immer vielleicht auch im Vorfeld schon kolportiert werden. Wir müssen sehen, dass wir unsere Leistung abrufen. Das ist das Entscheidende. Und alle anderen Dinge, die können wir auch nicht großartig beeinflussen, ob dann bei einem möglichen Sieg von uns ein Trainer beurlaubt wird oder nicht beurlaubt wird. Umgekehrt ist es auch so, uns hätte letztes Jahr auch keiner gefragt, wenn wir abgestiegen wären, schade, und ihr dürft nächstes Jahr wieder mitspielen. Das ist in dem Geschäft halt einfach so, es ist sehr, sehr hart, dass es dann einen manchmal trifft. Und wir sind natürlich froh und dankbar dafür, dass wir im Moment davon erstmal ein Stück weit weg sind, dass wir nicht wieder in diese Bredouille kommen, wie es letztes Jahr gewesen ist, dass wir da immer wieder Schwierigkeiten haben. Aber es zeigt auch, dass man immer wieder Gas geben muss, weil auch Cottbus eine Mannschaft gewesen ist, die von Anfang an mit zu den Aufstiegsfavoriten gehört hat und jetzt halt einfach solche Schwierigkeiten hat. Und Kiel ist ja momentan halt auch noch das zweite Beispiel. Deswegen sollten wir gut daran tun, so viele Punkte wie möglich zu sammeln und uns erstmal von den anderen Dingen fernzuhalten. Wo man dann landet, wird man dann sehen. Ganz amüsant fand ich einen Hinweis eines Fans im Cottbus-Forum, also die Cottbusser untereinander geschrieben, dass der geschrieben hat, er würde es unfair finden, dass man Stefan Krämer jetzt vor dem Rostock-Spiel entlassen würde, weil die Rostocker genau wie die Aalener doch auch noch ein gutes Torverhältnis brauchen. Ne? Also, wenn das denn so sein soll, nehmen wir das. Aber egal, ob du Tabellenplatz hin oder her oder Absteiger oder kurz vorm Abstiegsplatz hin oder her, wir wollen das Spiel gewinnen und wir wollen die 3 Punkte gegen Cottbus. Das können wir doch festhalten, das oder? Das steht außer Frage. Das sollte unser oberstes Ziel sein, ja. Und über 20.000 Zuschauer, Hansa Forever und Gänsehautstimmung wäre doch was so ähnlich wie Kaiserslautern. So stelle ich es mir vor. Das war atemberaubend, muss ich schon sagen. Also die Stimmung
nicht nur bei dem Spiel gegen Kaiserslautern, auch Stuttgarter Kickers, wenn ich da sehe, dass wir da 17.000 Zuschauer an einem Mittwochabend haben, dann Hut ab dafür. Also ja, es liegt jetzt an uns, den Ball da wieder aufzugreifen und letztendlich gute Leistungen zu bringen, sodass die Zuschauer auch ins Stadion kommen, weil das, was die Zuschauer momentan da leisten und für eine Stimmung produzieren, das ist schon sensationell, das muss man sagen. Also ich glaube, das findet man nicht so oft in der dritten Liga. Schön zu hören. Die 20.000 war übrigens meine Wunschvorstellung. Also nicht, weil Sie auch meine geguckt haben. Also hoffe ich mal darauf. DFB-Pokal würden wir Fans natürlich auch gerne in der nächsten Saison hier wieder im Ostseestadion gerne sehen. Wir spielen ja aber erstmal jetzt Runde 2 im Landespokal gegen Blau-Weiß-Polzen, Landesligisten. Und aktuell ausgelost wurde ja schon die Runde 3 für den Fall, dass wir das schaffen, ohne jetzt despektierlich gegen den Landesligisten zu sein. Es wäre der Bölkower SV. Ebenfalls ein Landesligist. Also wieder eine Aufgabe, wo man als sportlicher Leiter dem Trainer doch sagt, wir möchten weiterkommen. Ja, ich meine, da braucht man nicht drum herum reden. Ich meine, wir als der FC Hansa Rostock haben absolut den Anspruch, natürlich halt auch in dem Pokalwettbewerb ganz weit nach vorne zu kommen und das Ding auch zu gewinnen, um halt auch nächstes Jahr wieder am DFB-Pokal oder im DFB-Pokal mit dabei sein zu dürfen. Weil es ist schon immer sehr, sehr interessant, wenn ich das gesehen habe beim letzten Mal hier im Fanhaus bei der Auslosung, wie viele Leute dann halt hier sind und dann mitfiebern und die Kommentare, die dann immer kommen und ja, dann wird die erste Kugel ausgelost und dann, oh, jetzt nicht und ja, jetzt und, ne, und wir warten auf ein Heimspiel und dann so und so und jetzt am liebsten den Gegner. Das ist schon interessant und ich glaube einfach, jeder, der das mal mitgemacht hat, vielleicht auch bis ganz zum Schluss, der wird dann ja von Runde zu Runde nervöser, was die Auslosung anbetrifft. Und es ist schon ein spannender Wettbewerb und natürlich wollen wir dabei sein. Und wenn man so in andere Bundesländer guckt, es geht in der dritten Runde auch schlimmer. Ne? Also gestern Sachsen-Pokal-Auslosung, Dynamo Dresden gegen Chemnitz. Auch nicht lustig. Nee, das ist sicherlich eine Partie, ja, die sich die Verantwortlichen, wenn möglich, ja nicht so gewünscht hätten. Okay, also Landespokalsieg ist schon was, was man auch dem Trainerteam und der Mannschaft so mitgeben kann. Das ist doch das, was wir erreichen wollen. Ja klar, natürlich wollen wir den Pokal gewinnen. Das muss auch unser Ziel sein als Hansa Rostock, ohne Frage. Zum Abschluss noch eine Frage, die heute per E-Mail reingekommen ist. Wohnt Herr Klein inzwischen in Rostock oder pendelt er zwischen Düsseldorf und Rostock immer hin und her? Nee, ich wohne schon lange hier. Also ich bin seit 1. Januar umgezogen. Gut, das ist schön zu hören, also dass man hier auch an diesem schönen Fleckchen, der Strand tut ja sein Übriges, sehr gut, dass man hier dann heimisch wird. Herr Klein, vielen Dank, dass Sie sich so ausführlich hier heute, gerne, Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass die Fans hier und auch zu Hause dann ein bisschen Einblick in ihre Arbeit finden konnten oder gefunden haben. Wir hoffen auf den Landespokalsieg und in der Liga dann auf Platz 10. Minus 8. Ja, ich bin ja froh. Vielen Dank. Ich bin ja froh, dass ich noch hier sein durfte, weil es stand ja schon überall, der Trainer wollte mir ja eigentlich den Hals rumdrehen, wenn ich keine Spieler besorgt habe. Und das haben wir Gott sei Dank geschafft. Ja, gerade so nochmal abgesprungen dann. Gut, das war's wieder mit Hansa Intim, dem Live-Talk aus dem Fanhaus. Schön, dass ihr hier wart. Schön, dass zu Hause wieder so zahlreich eingeschaltet wurde. Dann bis bald von dieser Stelle. Ahoi.